Zwischenfall vor IK2. Persönlicher Nawalny-Arzt und CNN-Mitarbeiter festgesetzt. Vor der Strafvollzugsanstalt IK2, dessen Insasse der Straftäter Alexei Nawalny ist, versammelten sich am Dienstag Vertreter der Organisation Allianz der Ärzte und eine große Anzahl von Medienvertretern. Es kam zu Zwischenfällen und Festsetzungen. Anastasia Vasiljeva, die Leiterin der Organisation Allianz der Ärzte, in Russland als ausländischer Agent registriert, erfüllt gleichzeitig die Funktion als persönliche Ärztin des Strafgefangenen Alexei Nawalny. Sie reiste gemeinsam mit anderen Personen nach Porkow, der Siedlung im Gebiet Wladimir, wo sich die Strafkolonie IK2 befindet, in der Nawalny seine 2,5-jährige Haftstrafe zu verbüßen hat. Die Organisation Allianz der Ärzte positioniert sich als Gewerkschaft und ist eine der Organisationen, die durch Alexei Nawalny in den vergangenen Jahren gegründet wurde. Die angereisten Angehörigen des ausländischen Agenten Allianz der Ärzte führten vor der Strafkolonie eine Protestaktion durch und blockierten die Zufahrtswege. Sie forderten, dass Nawalny die notwendige medizinische Hilfe zuteil werde. Neben Anastasia Vasiljev wurden, so informieren die russischen Medien, zwei weitere Angehörige der Allianz der Ärzte festgesetzt. Hierbei handelt es sich um einen Korrespondenten des Kanals Stab Nawalny, der für CNN tätig ist, und um einen weiteren Korrespondenten von Belkat TV. Weiterhin wurde eine ehemalige Leiterin des Nawalny-Stabes in Kemerow festgesetzt. Die Protestierenden wurden von der anwesenden Polizei aufgefordert, das Gelände zu verlassen. Auf die Folgen der Nichtbefolgung der Anweisungen wurden sie hingewiesen. Angesammelt hatten sich vor der Strafvollzugseinrichtung rund 30 Personen. Mehr als die Hälfte waren Journalisten. Nach der Festsetzung der oben genannten Personen verließen die restlichen Personen das Gelände. Die Festsetzung der Journalisten erfolgte, weil diese den Aufforderungen der Polizei, die Zufahrtswege zur Strafvollzugseinrichtung zu verlassen, nicht Folge leisteten und sich weigerten, ihre Akkreditierung vorzuzeigen.